kennen Sie diesen Moment, wenn Sie draußen auf der Straße sind? Sie sitzen im Auto, Sie sind natürlich Beifahrer, denn als Fahrer sollten Sie sowas ohnehin nicht tun. Und Sie sehen die Straße vor sich, das Wetter, es ist wunderschön und im Radio oder über Ihre Playlist läuft ein Song, der einfach perfekt zur Situation passt. Und Sie wollen diesen Moment, dieses Gefühl von Freiheit und unendlichen Weiten, Sie kennen das alle, unbedingt festhalten und mit der Welt teilen. Jetzt haben Sie aber ein Problem, weil wenn Sie diesen Moment filmen, dann kombinieren Sie ja das Lied mit dem Bild, das ist eine Synchronisation, und wenn Sie das jetzt zum Beispiel auf YouTube hier veröffentlichen, dann wird es gesperrt. Dann ist es einfach weg und keiner sieht's und am nächsten Tag haben Sie noch eine Klage am Hals. Keine gute Idee. Da kommt GrooveCat ins Spiel. Sorry für die etwas dramatische Einleitung. GrooveCat, die App, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, beziehungsweise die Gründer, Erfinder dieser App werden sich nachher noch selbst vorstellen. Mit denen arbeiten wir zusammen im Rahmen der Projektwerkstatt von der Pop-Akademie. Und vor 2 Tagen waren wir gemeinsam in Berlin auf der Heureka-Konferenz, wo sich diverse Startups einem interessierten Publikum vorstellen konnten, auch Investoren finden konnten und so weiter, Networking. Wir haben Leute von Coca-Cola kennengelernt und den Gründer von LaVoo und war ziemlich interessant. Leider jetzt relativ wenig im Kreativ- und Musikwirtschaftsbereich. Da hätte ich mir persönlich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber da war es wohl einfach die falsche Konferenz. War trotzdem ja ein tolles Erlebnis, auch zum Beispiel UNO, ein Hersteller von Elektrorollern, mit denen durften wir eine Testfahrt machen durch Berlin und ich erwähne das deswegen, weil, Leute, ihr habt es geschafft, zum ersten Mal mich wirklich mit einer Art Messe, Ausstellung, Promotion, Konferenz, Stand, wie nennt man das, zu überzeugen, wirklich mir so einen Roller vielleicht zuzulegen. Also ich bin ernsthaft im Überlegen, das irgendwann zu machen. Und auch ansonsten gab es viele wirklich krasse Ideen, zum Beispiel ein Energy-Riegel aus Insekten oder Keksteig, den man wie eine Eiskugel aus der Waffel essen kann, einfach halt roh. Aber so, dass man es gut verträgt, das seht ihr nachher auch nochmal im Detail. Ich konnte jetzt leider nicht so viele Aufnahmen machen auf der Heureka-Konferenz, weil ich keine offizielle Medienpartnerin war. Das heißt, die Sessions und die ganzen Speaker durfte ich schon mal sowieso nicht filmen und auch die Leute, die da als Gäste waren, hätte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen sollen. Deswegen nur ein paar ganz kurze Ausschnitte aus Berlin. Wie gesagt, dort erfahrt ihr alles, was ihr über GrooveCat wissen müsst. Und deswegen sage ich jetzt mal Film ab. Das ist die Eingangshalle von unserem wunderhübschen Airbnb. Tada! Da bin ich. Ja, wir sind gerade erst aufgewacht und sind alle so halb erstickt, weil man in diesen Zimmern hier keine Fenster hat. Das ist eigentlich der einzige Nachteil, ansonsten ist das ein ziemlich geiler Ort, wo man auf so einer Erhöhung im Schaufenster sitzen kann. Präsentier mal, was du hier Schönes hast. Ja, wir sind auch mal da und wir haben einen Keksteig zum Naschen, der keine Bauchschmerzen macht. Wir haben 3 wunderbare Sorten. Einmal ein Chocolate Chip, dann ein Hazelnut Brownie und Cranberry White Chocolate. Alle 3 Sorten sind beim Rewe Lieferservice erhältlich, deutschlandweit. Und es ist eigentlich der Kindheitstraum im Kühlregal. Möchtest du mal probieren? Voll gerne. Von jeder Sorte ein bisschen, oder? Das ist jetzt Eis mit Cookie-Dough, oder? Nein, nur Cookie-Dough. Das ist einfach nur pures Cookie-Dough. Genau. Ist da nicht super Bauchschmerzen von? Natürlich nicht. Ich mach dir mal so ein schönes Dreierpaket. Also. Okay. Schön extra Schokolade.
hier nochmal Cranberry White Chocolate. Ups. Genau. Sehr schön. Groovecat. Groovecat ist quasi eine Plattform für Musikmomente. Also wann immer du einen Musikmoment hast, kannst du ein Video in der App machen. Und die App erkennt automatisch den Song, der gerade in einem Streamingdienst oder in der Umgebung läuft und verpackt das Video, was du gerade filmst, mit genau der Songstelle und dem Song, der gerade läuft, zu diesen Musikmomenten. Das sind quasi audiovisuelle Pakete, sehr emotional, die du mit deinen Freunden auf Groovecat teilen kannst, über WhatsApp an Freunde verschicken und so auch dein eigenes persönliches Fotoalbum, den Soundtrack of your life, createn kannst. Genau. Und wir sind quasi jetzt schon so eine ziemlich coole kleine Community. An Musikliebhabern, die täglich ihre Musikmomente posten, wenn du ein Musikmoment anguckst, kannst du die Songs auch direkt in Spotify speichern und so auch Musik entdecken und die Leute kommen wirklich zu uns und sagen so, ey, ich entdecke richtig viel coole Musik über eure Plattform. Habt ihr jetzt selbst auch schon Musik entdeckt über diese App, über den User? Mhm. Ja, also ich höre tatsächlich einen Song, den ich da gefunden habe, relativ oft. Mhm. Ich weiß leider nicht mal, wie der heißt. Irgendwas mit Cream, den hat... Cream. Ich weiß auch nicht mehr, wer die Kurse hat. Ich schau mal gerade nach. Es gibt eine Band, die Cream heißt, und ja, die existiert ja, nicht mehr. Wir hatten letztes Jahr echt das ist ziemlich cool, wir haben so. Also, ich finde jetzt raus, welchen Song ich gerade feier. Cream Soda mit Volga. Was für ein Moment ist das? Den habe ich aufgenommen an der Friedrichstraße, weil ich alle Autos von rechts überholt habe. Weil die alle im Stau gestanden haben und ich konnte mit dem Fahrrad vorbeifahren und habe gehört, diesen geilen treibenden Beat gerade gehört. Ich bin mega gefeiert, Sonne hat geschienen, richtig geil. Also wir haben tatsächlich echt schon auch zwei DJs über unsere Plattform entdeckt. Pia und Xenia hatten letztens unsere Release-Party hier im Club in Berlin. Und wir hatten zwei User, die richtig viel gepostet haben. Und dann haben wir sie gefragt, so, ey, ihr postet total coole Mucke und ihr feiert die Plattform, habt ihr Bock auf unserer Party aufzulegen? Und die waren so, jo, auf jeden Fall, haben auf unserer Party aufgelegt und haben seitdem schon zwei Gigs gespielt und das war vor 2 Wochen. Also und das war für uns auch so ein Zeichen, okay, da sind irgendwie Leute, die Musik flashen, die jetzt aber irgendwie vielleicht nicht so DJ-mäßig auf den üblichen Plattformen unterwegs sind, sondern auch nach was Neuem suchen. Kann man also auch seine eigene Musik quasi darüber ein bisschen bekannt machen, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Voll. Ja. Also auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen. Ja. Ja, also es gab auf jeden Fall schon, der Marian hat ja seine Band, hat er sie auch schon gepostet und ich habe mir den Song runtergeladen. Ich habe jetzt auch schon echt ein paar Mal gehört und wurde deswegen auch ein bisschen vertrauter mit seiner Mucke. Ich wusste gar nicht, dass er geiles Zeug macht, denn jetzt weiß ich halt. Der Marian aus unserem Jahrgang. Genau, ja. Ja, und war ja auch für Künstler einfach eine Möglichkeit, ihre Musik noch visueller zu erzählen, visueller aufzubereiten und damit auch Geschichten zu erzählen, so ey, wo ist der Song entstanden oder was soll der Song erzeugen und somit auch so eine ganz neue Form des Storytelling und halt Follower halt auch direkt auf ihre Musik zielen, weil die Musik kommt direkt auf Spotify und du kannst die Songs direkt speichern und damit hast du so direkt eine Conversion. Und upcashen. Upcashen. Ja, also jeder View in Groovecat ist natürlich auch ein Play in Spotify. Ah, ja, also das deswegen, ist interessant. Ja. Ein kompletter Play, auch wenn es nur kurz ist. Ab 30 Sekunden. Also unsere Videos sind ja auch 30 Sekunden lang und so weiter. 35 sogar. Wow. 35 Sekunden lange Videos. Und wenn du dir so einen Musikmoment komplett anguckst, hat der Künstler, den du gerade im Hintergrund gehört hast, direkt auch einen Play generiert. Mhm. Und das ist bei einer Person vielleicht noch nicht so spannend, aber stell dir vor, 1000 Leute gucken, das sind schon direkt ein Fuffi in eine Tash. Ja. Interessant. Und noch zum Schluss, was machen wir hier heute? Warum sind wir hier? Oh, jetzt haben wir unsere Badges gar nicht an. Ich habe auf der Heureka-Konferenz 2018 von Gründerszene, Startup-Medium. Wir machen hier so eine Konferenz im Admiralspalast hier an der Friedrichstraße und es tatsächlich eine ziemlich spannende Konferenz. Ich finde es ganz geil. Ja, ist auch gut. Das erste Mal. Überschaubar irgendwie. Ist klein, ist voll genau. Es ist nicht so Reizüberflutung. Und das Geile daran ist, da steht ein Titel von einem Panel und dann reden die Panelisten auch tatsächlich über das Thema. Und das habe ich ewig nicht mehr bei so einer Konferenz gehört. Da steht immer irgendwie Clickbait-Zeug, so was ist Blockchain und dann reden die über was komplett anderes. Ja, vor allem Clickbait, wenn man hingeht. Ja, es ist richtig ätzend. Es ist richtig schlimm. Aber ich finde, die halten ganz gut, was sie versprechen, deswegen freue ich mich bis jetzt. Also wir sind mal gespannt auf den Nachmittag. Der Vormittag war schon mal super. Hoffen halt, dass wir noch vieles cooles Zeug mitbekommen. Ja, und ihr seid natürlich hier als unser Growth-Hacking-Team, ne?
Haben wir auch nicht vergessen, hinter der Kamera. Ja. Ja, wir sind ja im Moment nicht das ganze Team, leider. Ja, die anderen sind am Hacken. Sie unterstützt uns ja quasi im Growth von der Community und habt halt schon ziemlich viele coole Insights für uns rausgefunden. Ja, das macht auch immer Spaß mit uns. Dankeschön. Wer jetzt von euch Bock hat, sich GrooveCat runterzuladen und das selbst mal auszuprobieren, das könnt ihr inzwischen machen. Allerdings leider nur, wenn ihr ein iOS-Betriebssystem habt. Also es gibt es bisher nur im App Store, Google Play Store und was es eventuell noch an Betriebssystemen gibt, wird irgendwann später noch zur Verfügung stehen. Im Moment ist es dazu noch ein bisschen zu früh. Aber ja, jeder, der ein iPhone hat, kann sich schon GrooveCat runterladen. Kann das mal ausprobieren. Ihr braucht dafür einen Spotify Premium Account und Facebook oder E-Mail-Adresse, so fürs Login. Und dann, ja, erstattet doch mal Bericht über eure Erfahrungen, ob euch die App, dieses Konzept gefällt, ob ihr das cool findet. Und ich höre derweil weiter und bin frustriert, weil ich ein Samsung-Handy habe und das selbst noch nicht ausprobieren konnte. That's life. Was soll ich jetzt sagen? Irgendwie sowas wie Stay Groovy? Würde passen.